So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario 64 Together mit dem Zucker Sluxy. Jo, Freunde, was geht da? Du hättest auch ruhig warten können, bis ich fertig bin mit Gehen. Egal. Naja, auf jeden Fall beim letzten Part, hier Part Nummer 14 haben wir ja gerade aufgenommen. Da war der Sluxy ja soweit und hat den Kurs 11 fertig gemacht und hat mir jetzt den Kurs 10 überlassen. Fliegenpilz-Fiasko. Kurs 12? Jo. Ja, ja. Was? Ist das cool? Oh. Erklimme den Berg. Ich mach jetzt den Kurs 11. Kurs 10. Hast du keinen Bock aufs Fliegenpilz-Fiasko? Ist mir eigentlich scheißegal. Kann ich gar nicht verstehen, warum. Nö, ich komme damit eigentlich klar. Ja, aber oh, sorry Leute, ich bin ja irgendwie am Arsch. Ah. Ja, ich werde heute auch nicht richtig wach. Entschuldigung. So, das ist der Kurs 12. Dann gucken wir mal, vielleicht Kurs 10 ist. Nein, das ist Gullivers Reisen. Gump, Ump, Bumba, oder wie der heißt. Geht ja. Das ist Kurs 13, oder? Ich fürchte fast ja. Da willst du auch noch als Mini-Mario anfangen? Ich will einfach nur gucken, ob das Kurs 13 ist. Gulliver Gumba, ja. Gumba ist ja ein Mädchen, ne? Ja. Das weiß ich durch Super Mario Party 4. Da kannst du ja bei jedem von den Gegnern, der hat ja so ein Spielbrett zum Geburtstag von einem Spielcharakter, nachdem der da halt spielt. Im Singleplayer-Modus bist du das Geburtstagskind, du musst auf den Dingern spielen und kriegst ja irgendwie von jedem Geschenk. Und die Gumba hat da so ein Casino. Falsch. Und dann sagt die dann so, ja, Gumba ist ja eine nette Dame und so. Die Viecher sind weiblich. Ja, bestimmt nur die eine, also. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es da auch Variationen gibt. MWD. Hallo, ich bin Mario. Ich verkrieche mich unter einer Mütze, reib auf ein Raubtier. Ich bin männlich. Da ist es gut versteckt, das Bildchen, ne? Ja, das stimmt. Kuss 10. Frostballenfrost. Erklimme den Kopf. Echt, findest? Ich finde den hier besser. Also, ja, sagen wir mal leichter. Ja, haha, das kannst du vergessen. Kamera, der Mortal Enemy hier. Tü-düm. Das merke ich jetzt erst, dass das Shy Guy. Shy Guys sind. Ja. Die vier Gesichter da. Cool. Oh, Scheißgar. Oh nee, wo du da mithoppeln musst. Ja, im Windschatten. Ja, hey, wer ist da? Ja. Ich pusse dich runter, weil ich ein Arschloch bin. Der Pinguin ist zu fett dafür. Bremsen! Gut! Oh, ey, du Pinguin, weißt du, das war und die Mütze verstopft. Ja, ist klar. Guck dir die Blume an, Alter, wie sie auf dich zugeiert. Diese Frische, ey. Das wird Spaß, hier die 100 Münzen zu holen. Oh Gott. So, wir wollten ja jetzt pro Part unseren Dingsbuch machen. 10 Sternis. 10 Sternis. Oder einfach eine Welt. Ja, oder einfach eine. Ja. Also 10 Sterne sind vorgegeben, 1,5 Welten, jetzt bist du dran. Ja, gut gebremst. Ja, ich weiß, das macht aber. Das. Nix gut, Wasser. Oh. Wenn die Kamera nicht so wäre. Kamera, ne? Voll von Anus. Es geht wieder los. Ich fange dich bald an, so zu hassen, wie ich Curly hasse.
Ja, Yoshi. Das hab ich wahrscheinlich nicht gesehen. Da habe ich Smash Bros. Gestreamt. Und hab dann halt diese vier Nebenaufgaben gemacht. Und dann Knutschkuchen-Fiasko, wo der einfach gegen ein gesamtes Team Kirby's kämpft. Und die einfach zu fünf auf dich eindreschen. Ich habe da für diese Aufgabe, die man in der Regel 10 Minuten braucht, habe ich fast eine Stunde gesessen. Ach du Scheiße. Oh, Alter, ich hab geflucht, ey, der gegen sich Karten aus wie ein Priester der Klosterstimme. Karten, Mann. So, komm, jetzt packst du es. Jetzt ist der da hinten, der Gauner. Ja, wenn schon. Ja, zurück gehst du schnell, weißt du, aber hin. So, jetzt macht er vor, dann bleibt er stehen, dann geht er zurück. Und dann gibt er Stoff. Schneller! Oh Mann, du elendes Kackvieh! Oh Mann, du scheiß Pinguin, ey. Oh. Alter, da kriegst du doch einen Krampf, ey. Da kriegst du so einen Krampf. Nie wieder Mario 64 spielen. Achso, das ist Eis. Das ist das Eis, wo man sich verbrennt. Ne? Das ist nicht auch irgendwo, glaube ich, wenn du gegen diesen Eisbullet-Bull spielst. Ja, der Junge gibt's ja aber hier. Boah. So, ja, super, für einen Münze. Okay. Nämlich bei dem. Oh, du musst kommentieren, ich muss mich konzentrieren. Ja, gut machst du das. Also, bis hier. Nein, Mann. Lol, was kriegst du noch alles hin? Also, ich wollte es ja gerade sagen. Schneid mal raus. Ich wollte es ja gerade sagen. Also, du bist an so vielen Stellen. So vielen Stellen abgestürzt, wo ich nicht mal dran denke, abzustürzen. Ist ein bisschen hektisch, der Gute, habe ich das Gefühl, ne? Ein wenig hektisch, der Gute. Ja, genau, nimm den mal da als Abkürzung, um hier über die Wand zu kommen. Das klappt natürlich schon wieder gar. Ich komme heute irgendwie nicht ins Game rein. Nee. Sagen, was du willst, ja, da bescheißt er schon mit dem richtigen Controller, ne? Und dann. Controller achten können bei mir, sieht man ja. Sieht das jetzt übrigens auch, weil ich diesen OBS-Tool nicht. Alles auf Band. Ja. Ist ja. Hui! Juhu, der war doch schön. Ja, das. Hast du wieder was rausgeholt. Ich verkack lieber jetzt und mach's da oben schön. Oh Gott! Was tust du? Ja. Gut. Erstaunlich, wie du dich hältst. Das ist unglaublich! Mann! So, jetzt Ruhe, jetzt langsam. Fahr mal einen Gang runter. Oh. So, langsam. Nee. Lieber eine Minute warten als 20 wieder. Okay. Oh Gott. Wenn du jetzt runterfällst. Ernsthaft? Nein! Lauf doch einfach ganz gemütlich dahin. Oh Gott! Ja, das mit dem Controller ein bisschen schwierig. So ganz gemütlich ist das nicht. Ich denke, du hast schon einen guten Controller mit Feinjustierung. Nee, der hat überhaupt keine Feinjustierung. Der hat einfach nur das passende Overlay. Oh. Alter, ja, Gott, 3 Kreuze im Kalender. Hätte doch Kurs 12 Spiele mit. Da hast du deinen Bulli, ja, mit der so, blauen. So, jetzt gibt's erstmal volle Kanne in die Fresse. Der hat da hinten irgendwo sein Spielzimmer. Da ist er.
der Knecht. Das war diese... Ja. Okay. Gut. Okay. Geht doch. Ja, das macht er wieder am Stück, weißt du. Lustig ist es, wenn du dich eben hier unter dem Eisblock da einklemmst und dem Lavasee da machst. Werde ich wahrscheinlich sowieso müssen. So macht's bong bong bong. Ernsthaft, wenn du nicht endlich kriegst, ey, dann trinke ich Spülen. Oh, das hat er gehört, pass auf. Ja gut, der Stern ging jetzt schnell. Ja, wäre ja auch schlimm gewesen, wenn nicht. Wage dich ins Eis. Ich glaube, das ist hier das Labyrinth gleich am Anfang, oder? Kann das? Das da, ne? Warte mal, würde ich zumindest mal so tippen. Aha. Nee. Ich glaube, wir müssen uns zwischen. Ja, genau. Ja, super. So geht's auch, ja. Keine Ahnung, ob das jetzt der reguläre Weg war oder nicht, aber ist mir egal. So. Ja, bestimmt. Also, Hauptsache, ich hab das. Mit 0 Münzen. Ja, die 100 werden hier interessant, ne? Gehe zum Eissee. Zum Scheißsee, zum Eistee. Oh, ist die Frage, wo ist der Eissee? Ich glaube, da, wo die Blumen drin rumlaufen. Der da vorne, ja. Ah, da brauchst du so einen Knecht zum Rüberfliegen, ja. Hier einer von den warmen Brüdern. Mario, warum springst du nicht? Ich glaube, das wird nix. Ja, jetzt könnte es ja nochmal spannend werden. Warte mal, bis der rausläuft. Das bringt nichts, glaube ich. Ja doch, du musst warten, bis er rausläuft, weil im Wasser. Jetzt. Ja. Und. Rüber da! Ja! Gott sei Dank. Ah, und hier ist auch der Cooper-Shell, den du brauchst für die 8. So, springe auf den funkelnden Panzer. Kröten-Surf eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Muss ich da drauf, oder? Nee, also hier gibt es einen Stern, aber... Ja. Okay. So, schnell geholt und nie erreicht. Verkacken beim Mario, das ist sehr leicht. Ja, das kann ich so nicht. Zu, wie er verscheißt, dann weiß er, wie er heißt und was er zu Abend speist. Mario und Spieß. Oh, so ein schöner Kommunistenschenkel. Kommunistenschenkel? Ah, Wunder. Ja, jetzt bieten sich die 100 Münzen an. Ne? Münzchen, oh, wie schön ist das? Alles blatt. Boah, du elender Frosch. Jetzt gibt's aber. Die schicke ich nach Paris. Sag mal, willst du mich verarschen? Besser. Ja, natürlich. Bitte schneller, Münzen. Die ist weg. Oh, nee. Doch. Tat wirklich. So, das ist wieder mehr Glück als Verstand. Ja, das sowieso. Was gibt's hier denn? Hier ist auch noch viel was umsonst gehen. Wo du halt random einfach mal das Dreifache an XP bekommen kannst. Das nennt sich dann auch wirklich das Glück ist mit den Dummen. Und das Interessante ist, da steht dann, je niedriger dein Intelligenzwert ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit. Lol. Das bedeutet, du darfst einfach nicht beeinflusst zu leben. Am ersten Fallout war es ja so, dass du dann wirklich deinen Charakter nur einen Punkt auf Intelligenz geben konntest.
Du konntest das Spiel nicht durchspielen, aber dein Charakter war zu blöd zum Sprechen. Das war dann schon ganz lustig. Ich glaube, ich war... Oh, das ist ja mal Schneemann. Kannst du bitte... Oh, du Kackwurst, du Elende. Was war das denn? Irgendwie, Mario, ich habe so das Gefühl, Mario geht's nicht so ganz gut heute. Ja. Der tanzt auf der Klobrille als End- und Symbol des Erfolgs. Komm, fall um jetzt! Sag mal. Scheiß auf den Jungen. Aber warum? Der erste hat so schön funktioniert. Ja, hier die Schräge. Scheiß auf den Jungen. Ja, ich glaube nicht, dass der jetzt den Bock wegmacht. Oh, nee. So, hier habe ich alles. Okay. Weiter zum Lavasee. Ah, da haben wir noch. Nee, ah, nee, das war. Den. Ja, ja, ja. Guck mal, da ist noch ein Scheiß-Guy. Das ist 3 Münzen wert, der Bub. Ein Boss. Wo ist er denn jetzt hin? Monster, Plonze, verrückt. Oder was? Ist da unten irgendwas? Jetzt ist er da. Shy Guy, runterkommen, danke. Spinnt der? Mann, ernsthaft, diese Welt ist nichts für mich. Ich merke schon, ne? Mit dem Schnee hast du es nicht so gern. Hallo, ich will die Münzen haben. Oh, Mario. Ey, das ist ein richtiger Kampf um jede Münze. Das ist unglaublich. Ach, Mann. So, 25 von 100 haben wir schon. Schon. Frosch. Das ist so eine Verarsche, ey. Pisser. Aber auch immer in jede Richtung, ne? So eine Drecksmünze. Ja, irgendwie, ich wette mir, diese Kleinigkeiten, wenn die sich summieren, dann... War das nicht der Typ mit der Schräge, den ich nicht... Nee. Weißt du, der funktioniert einwandfrei, als hätte er überhaupt keine Lust zum Leben. Ja, der ist brav, ne? Der weiß, wie sie es gehört. Genau, der weiß, okay... Gut gelaufen. Ich habe zu sterben. Was mir fehlt, das ist mein einziges Dasein. Boah. Alter, Raid-Boss. Der macht dich blau. Mario, spring! Ich hätte gelacht, hätte er dich. Boah. Alter! Ja, den brauchst du, um da rüber zu kommen, ne? Auf die Münzen müssen wir verzichten. Aber der muss die Schräge hoch, der Dreckarsch. Ja, das geht auch im Wasser, du musst aber genau treffen. Na, aber ich weiß nicht, ob du dann hoch genug flatterst. Also. Hallo. Och, Junge. Ist er doof? Ja, resette den mal, genau. Alter Schwede, kriegst du einen Kampf, ey. Hinten ist sonst nichts, ne? Kein versteckter Schneemann oder so. Ne, ich dachte, hier wäre so ein Teleporter oder so, aber... Das ist mir noch voll. Nein, nicht, dass ich wüsste. So, hat er es jetzt? Oh Gott. Er hat es geschafft, immerhin mal aus dem Eck da rauszukommen. Alter, ernsthaft. So, jetzt darf aber nichts mehr passieren. Es darf nichts mehr passieren. Ich weiß, aber die Kamera... Oh Gott! Alter, was für ein Kack!
Jetzt kommt ein Schnee. Pass auf, jetzt kommt ein Schneemann und killt dich. Nimm lieber den Cooper Shell. Ich glaube, da hinten kommst du. Ja, doch, hier geht's. Alter. Stimmt, mit dem Shell wird's noch schlimmer. Okay, so. So tot, ey. Leg dich doch einfach hin. Genau. Oh, erst 57 Münzen. Das fühlt sich an wie 300. Ja, irgendwas ist hier. Nee, da kommt nichts mehr. Weil das hier so ein geheimer Teleporter ist, weißt du, und ich krieg. Ja, das wäre aber schlecht, weil du brauchst hier oben noch den Panzer. Ja, aber der Teleporter funktioniert in beide Richtungen. Warum? Oh Gott. Hinterfrage es nicht. Ich hab's geschafft. Boah, Mann. Du musst jetzt nur noch die zwei Münzen am See holen und dann sind wir eigentlich safe. Also hier eigentlich. Hier. Also eigentlich. Oh Gott. Ja. Alter. Ja, das. Kamera wieder, der größte Freund und Helfer. Boah, die Kamera hier in dem Spiel ist so unglaublich grausam. Die ist richtig kacke. Das, den haben wir doch schon. Ja. Da kannst du jetzt links die Schräge hochfahren. Oder so. Es fehlen ja noch ein paar Münzis. Ja. Ja, das ist die Frage. Ich glaube, die 100 Münzen kann ich mit den roten nämlich kombinieren. Weil ich glaube, hier gibt es ja noch so ein komisches Labyrinth. Du kannst ins Iglo kriechen. Ja. Das zählen aber, dann ist aber der rote Münzenstein. Aber du kommst ja wieder aus dem Iglo raus, oder? Ich weiß nicht, ob man den. Da wo ich gesagt habe, hochkrabbeln. Warte mal, der müsste jetzt hier rechts. Mach da mal nochmal. Hä? Ah ja, spring wieder runter. Also da auf den unteren Holzsteg. Und lauf die Strecke zurück. Ja. Und jetzt. Oh Gott, geh da hoch! Und da musst du jetzt irgendwie da, ja, noch ein Stückchen weiter zurücklaufen und da jetzt rechts, da, bei dem Zaun da hinten. Wie kommt man denn da hin? Ich da hoch muss, weiß ich, die Frage des. Ja, mit dem Cooper Shell, ne? Wärst du da hochgekommen? Der ist ja wieder da. Der Cooper Shell? Nee. Klar, der kommt doch wieder. Kommt der wieder? Was war das? Was war das? Nimm lieber den sicheren Weg und lauf beim Pinguin nochmal über den Blasebalken da. Ich traue dem Wasser hier nicht. Vor allem, wir haben keine Münzen mehr, um zu regenerieren. Oh Gott! Langt nicht. Oh, den sicheren Weg über den Pinguin. Aha. Sicherer als da die. Das komische Wasser. Ist die Frage, reicht das in dem Iglo? Ja, da gibt's. Oh, das ist aber sehr freundlich, dass du uns mitnimmst. So, jetzt kein FF machen. Wo muss man denn jetzt hier runter? Nix. Gut. Vorsicht! Vorsicht! Vorsicht!
Egal, ich hab noch ein paar Münzen geholt. Ja, immerhin. 71 schon, Wahnsinn. Ne? Alter! Ich werde meinen Controller, glaube ich, fixen. Wir schieben es jetzt einfach mal auf den Controller. Ich habe so oft B gedrückt. Alter. Ich mach drei das Kreuze, wenn man. Gestartet, aber ich will das nicht draufdrücken. Das ist nicht mehr. Mach drei Kreuze, wenn wir hier durch sind. Ja, ich weiß. So, langsam und zärtlich. So, perfekt. Ist jetzt die Frage. Komm raus, Mario, komm mal drin. Nein! 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 Krabbel da rein jetzt! Ich wette mit dir, jetzt komm ich auf 99 Münzen und kann den ganzen Scheiß nochmal neu machen. Da kommst du hier wieder raus. Da haben wir schon den ersten Grinserich. Eine Scheiße raus. Das hast du bei der Pyramide auch gesagt. Aber hier ist es offensichtlicher, dass man wieder rauskommt. So, der ist oben. Die Münze. Nee, oh, ist wieder runtergeplautzt. Sehr gut. Oh, guck mal, da sind doch ein paar. Ja, die Frage ist, wie komme ich denn da rein? Naja, mit einer blauen Mütze. Ernsthaft? Naja, die ist hier auch im Iglu. Hinten links. Okay, ganz ruhig, mach erstmal die Monster. Dann gehen die mir nicht mehr auf den Sack. Die Monsters. So. My Lady. So, du Schmacke, kommst du da mal hin? Oh, da hinten rechts sogar. Alter, Mario, ernsthaft, die Kamera ist hier grausam. Man muss drüber hüpfen über das Glas. Andere Seite. Na, ist schon fies gemacht, ne? Ist was schon. Was für ein Geier! Alter, die Kamera ist. Die Kamera ist richtig. Hier ist also, richtig kacker. Tanzt ihr zwei? So, was hat er jetzt gesagt? Der hat auch gar nichts aufgemacht. Der Drecksack. Was will er denn jetzt? Bist du bereit? Dann rein mit dir in die Kamera. Ja, ich glaube, die hat er schon aufgemacht, nur ich hab's offiziell nicht gesehen. Weil ich halt im Iglu bin, glaube ich. Ach so. Das kann so, sein. Jetzt brauche ich auf jeden Fall Münzen. Ja, die sind nötig, sonst wird's schwierig mit dem Stern hier. Die Kamera hier ist unglaublich gruselig. Bleib ich in der Wand, bis die Musik aufhört und dann sterbe ich. Du musst den ganzen Scheiß nehmen. Ich würde jetzt sogar fast raten, die 8 roten zu holen und nicht hier den einfachen Stern. Ja. Weil die 8 haben wir ja jetzt schon. 8 haben wir schon. Draußen. Hallo, Mann, wo laufe ich lang? Ich versuche gerade. Lost. Alter. Also, wer sich die Kamera ausgedacht hat, ne, der gehört echt. Auf jeden Fall, ey, Lümmel lang gezogen. Dem gehört lebenslanger Dünnschiss gewünscht. Irgendwie sieht man das alles grausam aus. Gut, auf der anderen Seite musst du bedenken, es war die erste. Oh, fall jetzt da nicht rein. Oh. Ich hab ja voll Energie. Ja nicht so, ich ja, bis du unter dem Ding festklemmst. Ja, so, Was ist denn das hier für ein Kackwind? Ja, keine Ahnung, das sind die nordischen Bahnwinde. So. Oh, Alter! Was, Geburt?
Alter Schwede. Nee. Alter Verwalter, ja. Sag mal, echt. Richtig Geburt, ey. Weiter ohne zu speichern und ausgelockt. Ja, genau. Das ist ja so mies. Alter, Scheiße. So, was haben wir denn hier? Xiaomi Klo. Ja, war aber klar. Ja, ich viel weiß, fehlt ja jetzt nicht mehr. So, jetzt will ich mal den Skill auspacken. Boing! Ja, das klappt nicht, das hast du schon. Das hat mir der Gegner in der schon mal gesehen! Ach so, bei mir, ja? Ja. Ja, bis jetzt hektisch, aber gut. So wie zum Thema, pack das mal ganz gut aus. Nein! Oh, das, ja, da wollte er wieder zu früh hoch. Das war jetzt Wishes Skill, ja. Ausgepoint. Oh, schon wieder. Ich muss ja den Controller richtig nehmen. Und ich irgendwie so vollplatzig auf. Dann klappt das auch. So, ey, da wollte ich wieder zu viel. In dem Moment, wo er sagt, dann klappt das auch. Sag mal. Klappt's auch mit dem Nachbarn, ne? Was soll ich erwähnen? Das ist so ein Level, das hast du früher jeden Tag gesehen. Ah, das war diese komische Dingsbums. Irgend so ein Spüli-Tab. Ja. So. Wenn er jetzt ein bisschen langsam macht. Also nein. Ah, fast wieder, fast wieder. Ach Quatsch. Das war predicted. Jetzt will er den Pinguin noch. Ich habe eigentlich gedacht, man könnte mal hier so verarschen, weißt du, bevor wir jetzt irgendwie zu sprechen, einmal drüber jumpen, aber da wird es doch nicht. Ähnlich wie der Kameratyp, wenn es erstmal das Schloss betrittst. Oh, Leute. Ach du Scheiße. Jetzt haben wir wieder so einen schönen Part von Premiere. Bringt viel Zeit mit. Das geht. Ich habe auch gar nicht auf die Uhr geguckt. Also ich weiß nicht, wie lange wir schon... Ich habe auf Start gedrückt. Ja, 32 Minuten, das geht noch. Die Frage ist halt, ich muss ja nicht nur den einstellen, sondern den 2. Ich will ja den Plus fertig machen. Genau. So, 100er Hammer, jetzt müssen wir eigentlich nur noch. Du, gib mich auf den Sack! So. Alter, mein Junge. Du willst auch da hin. Wohin mit dir? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt einfach mal gefolgt, weil der Mario so schön im Laufen war. Ah, jetzt sind wir wieder da. Schon wieder. Genau, da geradeaus. Ja, dann haben wir es ja gleich gepackt, Mensch. Ja. Bin ich auch erleichtert. Natürlich, ihr braucht keine Karte, um hier durchzukommen. Ja. Perfekt. Sehr gut. Wäre jetzt schön, wenn die Kamera das noch verkackt hätte. Das schafft ihr. So, dann haben wir es ja, ne? Kurs echt? 10. Oh, Tatsache. Ja, geil. Ah, ja. War kürzer als dein Part. Muss man gestehen. Super. Oh Gott sei Dank, endlich. 3 Kreuze, super. Wir könnten ja natürlich auch durchglitschen. Ah, das war so, weil ich nicht weiß, wie das ist. Ah,
warte mal, hast du noch so einen versteckten Stern? Ich glaube, der Gauner unter der Treppe, oder? Oder war er hier? Weiß nicht. Vielen Dank, du hast schon sehr viele Sterne gesammelt und baust ein höheres Stockwerk verbannt. Wusstest du eigentlich, dass du in jeder Welt einen Geheimstern? Ja, das wissen wir schon. Wow, Toad, ehrlich jetzt. Du, da, der Gauner. Ja, auch ein Geheimstern. Könnt ihr das nicht mit 120 machen? Hallo Mario, du hast mal eine, aber du musst viele Geheime zu der Wand gemeldet. Manchmal spielen dir deine Augen einstreichen. Ja, das haben wir gerade gemacht. Laber mir kein Schnitzel an der Backe. Ich habe etwas für dich. Es hilft dir, Bowser zu besiegen. Wow, 1 von 88. Schön. Toller Beitrag, Todd. Super, wunderbar. Ja, ja, easy. Wunderbar. Ja, Fliegenpilz-Fiasko als nächstes. Stimmt, aber das machst du. Obwohl ich ja, kannst, mich, kannst mich ja noch hinfahren, genau. Ja. Ich hab mit dem Fliegenpilz-Fiasko eigentlich weniger Probleme als mit dem anderen. Soll ich dann lieber Gullivers Goomba machen? Sekunde, Speicherblock 1 ist. Ja, du kannst auch Gullivers Reisen machen. Dann mache ich Gulliver Goomba, ja. Gut. Dann haben wir es ja, ne? Ja, perfekt. Dann erstmal hier Aufnahme stoppen. Mach's gut. Das vielen Dank, Leute. Kaffee ist raus beim nächsten Bad beim Slaxus. Weil Slaxus Maximus einfach mal kacken muss. Nee, das Wort zum Sonntag. Auf jeden Fall, macht's gut. Vielen Dank fürs Reinschauen. Haut da rein, Leute. Schön kommentieren. Haut rein. Tschüss.